So, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Mist. Und wir synchronisieren wieder nach. Ich bitte um Verzeihung, wenn nicht alles genauso klappt. Ich mache das zum ersten Mal. So, okay, wir sind wieder zurück und ich schließe erstmal die Tür. Und was macht der gute Eiche dann? Der guckt, wie das Fett schmilzt. Okay, das ist am Laufen. Wir haben keine Verbände mehr. Okay, ich glaube, wir sollten dann wieder Verbände herstellen, so langsam. Dazu bräuchte ich Alkohol. Alkohol und Handtücher. Okay, ich nehme Bretter. Was mache ich mit Brettern? Ich bin sehr gespannt, was der Kerl da wieder vorhat. Achso, ich will die Fenster, glaube ich, ein bisschen vernageln. Denn diese verfluchten Zombies haben uns das hier runtergerissen. Ja, man bräuchte aber andere Bretter und außerdem bräuchte man noch Nägel. Nägel. Und um Bretter zu machen, brauche ich, glaube ich, die Säge, oder? Kann das sein? So, wenigstens habe ich dieses Mal die Taschenlampe an. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Ja, ich brauche die anderen Bretter. So, da haben wir noch 3 Stück. Das ist nicht allzu viel. Und das ist ein Holzfußboden. So, ich will Bretter herstellen. Das ging hier. Aus den Altbrettern kann ich doch Bretter machen. Genau, so ging das. Okay, das nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber das kann ich jetzt mal machen. Das ist jetzt mal nicht so schlimm. So, dann vernageln wir einfach die Fenster wieder. So, das kostet mich ein Brett anscheinend. Nee, doch, ein Brett und ein paar Nägel. So, hier kann ich nichts vernageln. Die Fenster sind ja noch ganz. Aber hier fehlt auch noch eins. Nee, sogar zwei. Zwei fehlen da sogar. Okay. Hä? Fehlten da nicht zwei? Anscheinend nicht. Anscheinend habe ich mich da geirrt. So, wir brauchen noch Bretter und wir brauchen noch Nägel, wie es aussieht. Bretter haben wir da noch ein bisschen. Aber jetzt werden die Nägel nicht reichen. Zwei Bretter noch. Ein Brett noch. Okay, wir haben 80%. Ein Brett müsste noch hin, aber dazu fehlen uns jetzt Nägel und Bretter. Können wir noch Holzbretter machen? Dazu brauchst du wahrscheinlich die Säge. Die habe ich nicht bei. Das wird nicht funktionieren. Du brauchst die Säge. Du brauchst immer noch die Säge. Ich glaube, er hat es gerafft. Okay, wir brauchen die Säge. Die müsste hier oben drin sein, genau. Die darfst du an dich nehmen und dann darfst du... Ja, die Stück reichen erstmal. Dauert immerhin 40 Minuten. Was nicht viel ist. Ich meine, wenn man mal so Holzbalken hatte und daraus Bretter sägen musste. Ja, und du hast keine Nägel. Du brauchst 4 Nägel. Die konnte man hier herstellen, genau, 16. Da brauche ich Eisen und Komponenten dafür. Das haben wir ja zum Glück alles da. Okay. Split one. So. Dann mache ich mir mal 16 Nägel. Das dauert zum Glück nicht allzu lange. Oh, ich muss pennen. Ich muss ganz, ganz dringend pennen. Ziemlich am Eimer. So. Aber vorher mache ich hier das Fenster noch zu. Hoffentlich wird das lange halten. So. Säge wieder zurück. Säge zurück. Hammer gehört nach oben. Der andere Hammer auch. Axt lasse ich mal bei mir. So, Nägel und Bretter würde ich ganz gerne auch noch aufräumen, bevor ich mich zur Nachtruhe begebe. Nein. Hier? Nein. Hier? Ja. So, da gehören die Nägel rein. Und die Bretter gehören eigentlich in den anderen Schrank, aber hey, was soll's. So, und jetzt gehe ich erstmal pennen. Ich würde sagen, wir machen 7 Stunden. Und was mache ich denn eigentlich am nächsten Tag? Das habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas werde ich schon machen, aber ich weiß nicht mehr was. So, erstmal was trinken, frühstücken. Okay, das Fett ist auch durch. Wir haben ein bisschen was auf Vorrat. 2 haben wir noch. Das muss ich anschmeißen eigentlich. Aber jetzt trinke ich erstmal was. Ja, das mache ich jetzt hier im Real Life auch. So. Dann ein Stückchen Bär in mich reinwansten. Das mache ich jetzt im Real Life nicht. So. Ich glaube, du wolltest noch Holz holen, damit du das Fett noch smelten kannst. Mach das mal. So, 4 Baumstämme müssten reichen. Das brennt. Wunderbar. Und wir packen das in den Topf oben rein. Zack.
Zack. So. Okay, die Taschenlampe könnten wir eigentlich theoretisch ausmachen, wenn er dran denkt, aber das macht er nicht. So, oh, hier sind überall Baumstümpel, weil wir alles abgeholzt haben. Und was mache ich denn als nächstes? Ich wollte ja eigentlich wollte ich Munition herstellen. Das war ja mein Anliegen eigentlich, so ein bisschen. So, einmal hier rum. Ist das Eisen? Ja, das ist fertig. 12. So. Hervorragend. Da ist nichts drin. Hier sind Goldnuggets drin, aber die muss ich noch smelten. Eisen. Was war das? Ach, das war das Zink. Okay, gut. Hier haben wir das Sulfur. Sulfat wahrscheinlich. Und das hier war das Salpeter. Ach, genau. Da muss ich ja noch stampfen. Den Mörser. Und. Ach, genau, das war die Stelle. Ich dachte, ich habe keinen Mörser mehr. Ich dachte, der ist kaputt. Und hol jetzt Steine, um einen Mörser herzustellen. Die Steine waren am Anfang. Die Steine waren am Eichi. Nein, andere Schrank. Die waren ganz am Anfang. Nein, der. Ja, genau der. Hey, sehr gut. Okay, ich mache jetzt einen Mörser. Und mir fällt hinterher auch auf, dass ich noch zwei habe. Aber ich bin zu blöd, das zu wissen. Weil ich sehr, sehr vergesslich bin. So, auf jeden Fall habe ich jetzt einen hergestellt. Man kann nie im Leben genügend Mörser haben. Also, was soll's. Heißt das Ding überhaupt Mörser? Ich glaube schon, ne? So, da stehen die anderen zwei. Super. Ich bin ein Held. So, jetzt haben wir drei. Egal. Gut. Sulfur oder Sulfat. Mörsern. Dann kriegen wir das Pulver. Das ist nicht so viel, wie ich dachte, aber es ist immerhin ein bisschen was. So, 8, 9, 10, 11. Okay, dann haben wir zumindest schon mal 11 Stück. Das andere müssten wir auch noch einmotten, stampfen. Salpeter, genau. Da haben wir übelst viel eigentlich aus der Mine gerupft. Aber egal. So. 4 Stück. Jetzt brauchen wir noch... Kohle. Kohle wäre noch gar nicht schlecht. Dann packen wir erstmal das Eisen hier rein. Das brauchen wir dann. Achso. Ah, okay. Das sind die Eisen-Nuggets. Okay, alles klar. Gut. Hier haben wir Kohle. Das ist okay. Das ist schon Schießpulver. Kohle. Kohle mitnehmen. Genau. Die musste aber nicht mehr einmodden, die geht so schon. So, ich müsste hier noch Kohle drin haben, die können wir uns auch gleich mal... Oh, sogar einiges. 6 und 2 16er Stacks. So, das Öl ist auch durch. Das können wir eigentlich auch mal in den Schrank räumen. Weil was weg ist, ist weg. Hallo? Was? Achso, da denke ich glaube ich gerade, es kommt Nebel auf, aber das ist nur so der Morgentau. Ja, das packe ich mal hier mit rein. So in den Müllschrank. In den Allerlei-Schrank. So. Okay, machen wir noch ein bisschen Schießpulver. Ging das auch mit dem Mörser? Nee, das ging, glaube ich, ganz einfach im Menü, oder? Da brauche ich den Mörser nicht dazu. Ich weiß nicht, was er da tut. Oder ich. Also mein vergangenes Ich. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Jetzt machen wir Schießpulver. Und das wird doch einiges. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24. Immerhin. So, darauf erstmal einen Schluck. Volvic. Es gibt natürlich auch andere tolle Wasser. So, 61. Das ist schon mal stattlich. Damit kann man zumindest schon mal ein bisschen was machen. So, die Holzkohle packe ich alles mal hier rein. So, sortieren. Das Schießpulver nehme ich mal mit und jetzt gucken wir mal. Okay, das ist glaube ich für die MG. Die 9mm ist ganz oben. Da hätte ich ganz gern ein bisschen mehr. Und von der Pumpgun hätte ich noch welche. Das ganz unten müsste das Scharfschützengewehr sein.
Aber dann brauche ich erstmal noch nicht, weil ich habe ja noch keinen Sniper. Aber von den dreien, also 9mm, Rival und für die Pumpgun würde ich ganz gerne welche herstellen und verbessern würde ich das Ding eigentlich auch so bald wie es geht. Okay, da brauche ich 6 Zahnräder, da brauche ich 6 von denen. Naja, muss ich mal gucken. Jetzt machen wir erstmal Muni. So, das ging glaube ich hier. Hier muss ich die Hülsen herstellen. Der letzte Reiter. Danke. So, das wäre einmal hier die 9mm, da kriege ich 16 Stück raus. Da brauche ich das Eisen und das Rotguss. Ich denke mal, dass das so eine Art Rotguss ist. Ich nenne das jetzt einfach Rotguss, weil es ist halt so ein Metallverbund aus Zink und was war das andere? Was war das? Zink und Eisen, oder? Ich glaube. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube aber. So. Und da kratzt es wieder im Hals. 9 Stück. Das ist nicht allzu viel. Also Hülsen können wir nicht allzu viel machen. Ich glaube, Schießpulver haben wir mehr. Es wird an den Hülsen letzten Endes scheitern. Okay, für die Pumpgun 72 Stück bis zur Röhre. 24. Okay, machen wir mal. 24 Hülsen für die Pumpgun. Schade, dass man die Hülsen nicht wieder aufheben kann, wenn man geschossen hat. Das wäre eine Sache. Die kann man ja eigentlich wieder verwenden, so viel ich weiß. So, dann machen wir von denen noch welche. Wie viel habe ich da jetzt gemacht? Auch 24. Nein, mehr. Okay, 32. Und von denen machen wir ein paar mehr. 64. Die 9mm nutze ich eigentlich auch ziemlich oft. Vor allem gegen Zombies. Deswegen ist das gar nicht so verkehrt. Und wir haben nur 5 Grad? Okay. Ziemlich frisch. Achso, es wird Abend. Gut. Tür zu. Damit keine ungebetenen Gäste reinkommen. Okay. So, wir haben Hülsen, wir haben Schießpulver. Wir könnten Munition herstellen. Jetzt ist nur die Frage, wie viel von was. Denn unser Schießpulver ist ja auch nicht unbegrenzt. Das heißt, das werden wir jetzt ziemlich aufbrauchen. Machen wir von den Pumpgun erstmal 10. So, okay, wir haben unsere erste Munition selbst hergestellt. Sehr schön. Dann für die M16. Ich glaube, dass es eine M16 ist. Ich kenne mich mit Schusswaffen nicht aus. Nochmal 10 und von der Pistol. Okay, das hört sich doch gut an. Das ist eine gute Mischung. Bleibt jetzt noch was übrig? Ja, 11. 11-mal Schießpulver habe ich noch. Dann machen wir hiervon noch ein bisschen was. 10 sind dann doch ein bisschen wenig. So, dann haben wir 15 von denen. Und den Rest hebe ich, glaube ich, jetzt einfach mal auf, oder? Ja gut, der Rest ist ja nur noch eine. Also einmal Schießpulver. Damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich würde jetzt aber ganz gern noch so einen Schrank bauen, genau. Und zwar würde ich da gerne die Hülsen reinpacken, die ich noch nicht verwendet habe, also die noch gefüllt werden müssen. Ich denke, da reicht so ein kleiner Schrank. Außerdem passt der hier schön in die Ecke rein und das Fenster. So, was brauche ich dafür? Komponenten und Holz. Komponenten haben wir ja zum Glück einiges. Das ist nicht das Thema. Holz müsste ich eigentlich auch noch haben. Oh, da fehlt genau ein Holzbrett, oder? Da fehlt genau ein Holzbrett. Ja, so. Okay, es fehlen 2 Holzbretter. Auch gut. Okay, wir haben kein Holz mehr. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir müssen erstmal Holz machen. Ja, mit dem Schrank. So. Wupp dich, schwupp dich. 4 Bretter. Okay, jetzt müsste es eigentlich reichen. Nein, jetzt fehlt ein Holzbrett. Ich wusste doch, dass da was war. Jetzt muss ich Holz sammeln gehen. Mitten in der Nacht. Ein Träumchen. War da in dem Auto nicht noch was drin? Da war doch in dem Auto noch was drin. Ja! Er hat dran gedacht. Faszinierend. Ich wundere mich gerade richtig, richtig heftig. Normalerweise ist Aichi so verpeilt und so verstrahlt, der denkt an sowas nicht mehr. Das Holz müsste da eigentlich drin verrotten, bis er mit dem Let's Play aufhört.
So, der Alkohol ist auch fertig. Schön. Okay, funktioniert ja, läuft ja alles. Du könntest eigentlich gleich nochmal eine anschmeißen. Eine Ladung. Denk dran, du brauchst das Wasser auch noch. Und das brauchst du eigentlich nicht. Ja, Wasser. Ja, das brauchst du nicht, aber du brauchst Wasser. Danke. So. Dreckiges Flusswasser. Kann man jetzt da reinkippen. So. 10 Liter. Genau. Und Rinder. Gut. Wunderbar. Perfekt. So mag ich das. So. Ist jetzt beim Nachsynchronisieren ist das immer ein bisschen schwierig zu gucken, weil ich muss ja schauen, wann die Folge vorbei ist. Wann der Heinz hier die Folge beendet, dass ich euch auch auf Wiedersehen sage. Das ist immer so ein bisschen schwierig, aber ein bisschen haben wir noch. So. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. So, Tür zu. Sonst zieht's. Ich bin ja nicht im Zelt geboren. So, wunderbar. Holz machen. Genau, Holzbretter. 8 Stück, obwohl du nur eins brauchst. Oder du machst einfach gar keins. Kannst du auch machen. Achso, ich muss was trinken. Und essen müsstest du mal, Kollege. Geh mal was schnabulieren. Nicht fett aus dem Topf, geh einfach was schnabulieren. Genau, gut, ein gutes Stück Bär. Zwischen die Zähne verkeilen. So. Okay, jetzt aber. Holzbretter herstellen. Ja, okay. Kann man auf Vorrat auch machen. Ist möglich. Kostet halt nur wieder Zeit. Und wenn ich so auf meine Fitness gucke, ich muss unbedingt pennen. So, jetzt ist er aber fertig. Gut, jetzt kann man das Zeug auch wieder verräumen. Es ist doch ein Hin und Her hier. So, Holzstämme meine ich. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Die Bretter noch und die zwei restlichen packe ich hier hinten rein. Und schon ist das Inventar wieder wesentlich leerer. Oh, jetzt ist der Schrank da hinten auch voll. Ja, das sollten wir vielleicht mal aussortieren. Da sollten wir mal umsortieren. Das ist nicht so geil. Ich glaube, ich mache mal einen Schrank später für nur Holzbalken. Vielleicht zwei oder so. Da müssen wir mal gucken. Das muss alles, das Lager muss ein bisschen umgebaut werden jetzt so langsam. Das Hauptlager hier, die Wand, die passt ja. Aber, weiß nicht. Muss ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen was umbaue noch. Aber jetzt packen wir hier erstmal unsere... Oder auch nicht. Doch jetzt. Wir packen einfach mal unsere Hülsen hier rein. So, die noch und die noch. Ja, und das Schießpulver packe ich da auch mit rein. So, was haben wir hier? Das nehme ich raus. Die Kohle kann ich eigentlich da drin lassen. Oder? Nee, komm. Die packe ich auch drüben rein. Oder? Nee. Packe ich doch nicht. Gut, ein sehr, sehr entscheidungsfreudiger Mensch ist das hier. Okay, ich schieb das einfach ein bisschen hin und her. Aber gut, das Salpeter, das... Was denn jetzt? Ist es jetzt damit rein oder nicht? Anscheinend nicht. Okay, also da sollen nur Hülsen rein. Gut, hier haben wir jetzt ein bisschen Munition. Das ist sehr, sehr gut. Ich freue mich auch schon tierisch drauf, die einzusetzen. Und unsere Kollegen endlich mal zu befreien. Genau, den Bogen haben wir ja auch noch. Den Hammer. Den Hammer können wir eigentlich ablegen. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wobei, wenn wir in das gegnerische Lager reinlaufen, da gibt es bestimmt was zum Zerlegen mit dem Hammer. Du solltest den Hammer mitnehmen. Lieber Eichi, höre auf das, was dein zukünftiges Ich dir sagt. Nimm den Hammer mit. Der Hammer ist essentiell wichtig. Ich danke dir. Ich danke dir von Herzen. So, okay. Dann... Ja, was macht mein vergangenes Ich? Ich habe keine Ahnung. Sind wir schon so weit? Nein, wir sind noch nicht so weit. Ich dachte, er verabschiedet sich schon, aber das tut er noch nicht. Ach, genau, ich wollte noch nach den Klamotten gucken. Ein Hemd herstellen. Okay, ich brauche 6 von den Lappen und 6-mal Nähzeug. Nee, 3-mal Nähzeug. So, ein paar Läppchen. Du nimmst viel zu viel mit. Warum nimmst du nur so viel mit? Ja, und auch eine Pulle. Ah, cool. Okay, hier ist der Vorrat. Wunderbar. Ach so, er nimmt deswegen so viel mit. Alles klar, er will noch hier Verbände herstellen. Und die sind immer noch viel zu teuer.
kann zwei Stück machen. Das ist so lächerlich. Die sind einfach viel zu teuer. So, eine nehmen wir mit. Einen packen wir dann in den Schrank. Gut, die Säge können wir wieder ablegen, das ist richtig. Okay, jetzt will ich das Hemd noch herstellen. Das machen wir auch gleich. Zimmern wir uns einfach mal ein schönes Ausgehhemd. Equip. Nein, da geht's nicht drauf. Das ist Weste, das ist Pulli. Okay, du musst das alte T-Shirt ausziehen. Aber das alte T-Shirt hat nur noch 1,7%, das passt schon. Jetzt haben wir wenigstens mal ein sauberes Hemd an. Renne ich hier rum wie so ein Schlemiel. So. Du könntest eigentlich alles zurückbringen. Du brauchst das jetzt nicht mehr. Die Läppchen wieder einsortieren. Genau. Gut machst du das. So, da haben wir zum Glück noch ein paar. Das kommt hier drüben in den Schrank. In den Schub. Nein, ganz unten. Ja, da. So, einmal hier rein. Dann brauchen wir Alkohol nicht mehr. Dann. Okay. Das Nähzeug, genau, das muss raus. Munition, Wasser, das brauchen wir alles. Jetzt muss eigentlich nur noch das T-Shirt weg. Achso, Wasserflasche, eine volle mitnehmen, genau. Wichtig, ne? Im Einsatz darf man keinen Durst haben. Genau, das kann man hier reinpacken. Sehr gut, okay. Super, Verbandszeug, die Gascan ist dabei, wir haben den Hammer dabei, wir haben von jeder Waffe Munition, aber die Waffen haben wir noch nicht. Wir bereiten uns praktisch gerade auf den nächsten Tag vor, dass wir das erste Banditenlager endlich angreifen. So, die... Ja, das Maschinengewehr kann ich doch mitnehmen. Wir haben nur eins? Stimmt, da habe ich mich gewundert, dass wir nur eins haben. Wieso haben wir nur ein Maschinengewehr? Ich dachte echt, wir hätten mehr davon. Ja, aber gut. Gut, eins ist besser wie keins. So, und eine Pistole nehme ich auch noch mit. Wenn wir es schon haben, dann haben wir es. Munition nehme ich mal alles mit. Das ist okay. Dann lade ich mal das... Okay, ich schlafe erst. Auch gut. Kann man machen. 7 Stunden. Ja, so. Wäre cool, wenn das Schlafen wirklich so schnell gehen würde. Das wäre mal nice. Das würde so unglaublich Arbeitszeit sparen. So, Freunde, dann wären wir eigentlich bereit, um endlich mal unsere Kollegen zu befreien. Da bin ich in der nächsten Folge sehr gespannt. Und es ist auch nur noch die nächste Folge mit der Nachsynchronisations-Kacke-Gedöns hier. Dann habe ich das gemerkt und habe das Mikro wieder eingeschaltet. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, das würde mich sehr freuen. Und ja, falls ihr nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, das freut mich natürlich auch. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis dann, ciao!